Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In einem zurückliegenden Video, das auch ganz gut auf meinem Kanal läuft, haben wir uns angeschaut, wie wir die Performance von Algorithmen in Python mithilfe von Timer messen können. Also die Zeit messen, die ein Algorithmus benötigt, um durchzulaufen auf dem eigenen Computer. Das ist ein Maß, um Performance zu messen, ein weiteres Maß, und mit dem wollen wir uns also heute in diesem Video auseinandersetzen. Besteht darin, die Anzahl von Funktionsaufrufen einer bestimmten Funktion zu zählen. Ja, wir könnten vielleicht zum Beispiel annehmen, wir holen uns hier NumPy und SciPy rein. So, und dann basteln wir jetzt unsere typische If Name is Main-Schalte. Und bauen jetzt hier unsere Main-Funktion so. Und jetzt nehmen wir an, wir haben jetzt hier eine tolle Funktion. Ja, zum Beispiel diese da, ist das Sinus Zehntel plus 2x Quadrat. Wir wollen von SciPy, ne, SciPy Optimize Root haben wir uns hier importiert. Und wir wollen von SciPy wissen, was ist die Nullstelle? Wo ist die Nullstelle? Und wir fangen bei einer sehr unüberlegten Startstelle an. Das können wir dann noch laufen lassen. Und dann sehen wir hier, siehe da, okay, in x gleich 0, hier ist Success True, also SciPy hat es erfolgreich gelöst. Und dann mit x gleich 0 ist, ist die Nullstelle. Und das stimmt auch, Sinus von 0 ist 0. Und 0 Quadrat ist 0, entsteht 0 plus 0 ist 0, ist eine Nullstelle. Absolut korrekt. So, jetzt wollen wir aber wissen, wie viele Funktionsaufrufe hat SciPy dafür gebraucht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, also SciPy sagt einem das sogar selbst, aber kann ja sein, dass man selber auch, man möchte seinen eigenen Newton schreiben oder so, oder man benutzt eine andere Methode aus einem anderen Paket, dass einem dieses Feature nicht gleich mitbringt. Und wir wollen jetzt erstmal herauskriegen, wir wollen auf eigene Faust herauskriegen, wie viele Funktionsaufrufe hat SciPy gebraucht. Und das kann man hier in Python wunderschön lösen, mit Hilfe eines Dekorators. So, Dekoratoren, nur so zur Erinnerung, typischerweise sind eigentlich Funktionen, ja, sagen wir zum Beispiel defDeco, so, und Deco nimmt ein Seiten an, nein, nimmt ein Menü, achso ja, nimmt ein Callable an, das wir aber natürlich auch erstmal aus Typing importieren wollen. Callable, so. Und gibt demzufolge natürlich auch ein Callable zurück. Ja, also def so wrapper Stern args Stern Stern quarks so return Funk Sternargs, Stern, Stern, Quarks, geben es einfach mal so weiter. So, return wrapper, und dann kann man jetzt hier drin noch so Späße sich bereiten wie Funk wurde gerufen with zum Beispiel sowas. Und dann kann ich nämlich hier hingehen und sagen, add Deco über F. Und jetzt ist mein F de dekoriert. Und wenn ich jetzt hier nochmal das Skript ausführe, dann bekommen wir hier den Report von SciPy. Aber dann darüber, ja, Function was called with, called with, called with. Und dann sehen wir hier, was SciPy da alles so reingesteckt hat, womit SciPy seine 30 Funktionsaufrufe hier so die Zeit totgeschlagen hat. Sehr schön. Aber jetzt wollen wir nicht einfach nur die Argumenten in die Konsole ausprinten, sondern was wir ja eigentlich wollen, ist ja Funktionsauswertung zählen. So, und an der Stelle, ich habe das jetzt hier nur mal zur Erinnerung, zur Auffrischung, was ein Dekorator ist, nochmal so hingecodet. Aber eigentlich wollen wir einen solchen Dekorator nicht als eine Funktion implementieren, sondern als eine Klasse. So, und die dann nennen wir mal FunkCounter, die leiten wir ab von Object, was auch immer. Und die kennt jetzt natürlich als ein Feld nfef, das übrigens von
Viral Mixed-Union haben wir es ja gerade gesehen, von hier NFEF, einfach von SciPy geklaut, heißt Number of Function Evaluations. So, so das ist schon mal das Mindeste, was wir brauchen. So, und jetzt sagen wir def init. Und was passiert in init? Nicht viel, wir nullen einfach nur mal dieses NFEF aus und geben uns jetzt eine Call-Function. So, und diese Call-Function, so wie der Dekorator eben, nimmt jetzt eine Function als Argument und gibt entsprechend auch eine Function zurück. Das heißt, wir schreiben jetzt hier auch wieder eine Wrapper-Function, Stern args, Stern Stern Quarks. So, und jetzt return func Stern args, ändert sich jetzt eigentlich im Vergleich zu eben gar nicht so viel. Jetzt aber können wir hier self aufrufen und uns NFEF holen und da plus 1 drauf addieren, bevor wir so return Wrapper, bevor wir den Wrapper auch so wieder zurückgeben. Schauen wir mal, ob es läuft. Halt nicht ganz. Das ist ja jetzt nicht mehr Deko, das ist jetzt FunCounter. Aber jetzt ist der Punkt, weil es eine Klasse ist. Das heißt, ja, alles hinter dem Add, also FunCounter, hiermit erzeugen wir erst eine Instanz der Klasse und dann durch das Add findet der Dekorator erst wirklich Anwendung. Brauchen wir also ein paar runde Klammern. So, das können wir ausführen. Wunderbar. Jetzt haben wir also mit der gewrappten Funktion SciPy lösen lassen. Bleibt es nur ein Problem. Wie kommen wir jetzt an dieses NFEF ran? Also jetzt natürlich eine ganz stumpfe Lösung wäre natürlich hier das NFEF einfach hier ausgeben zu lassen. Das ist natürlich, ja, das ist eine ganz stumpfe und damit meine ich eine ganz blöde Lösung. Aber hier taucht schon übrigens eine kleine Überraschung auf, ne? NFEF so far 30, NFEF so far 31, NFEF so far 32, während SciPy aber hier gesagt hat, NFEF ist 30. Ich habe keine Ahnung, wie diese Diskrepanz zustande kommt, aber wenn jetzt die Frage ist, welcher Ausgabe ich mehr vertrauen sollte, dann dieser hier. Ihr wart ja dabei, wie ich den Code geschrieben habe. Also ich glaube, die 32 ist schon eher akkurat als die 30. Was da schiefgelaufen ist auf Side-by-Seite, kann ich nicht erklären, weiß ich nicht. Vielleicht muss das ja so aus irgendwelchen schrägen Gründen, die mir jetzt nicht einfallen wollen, aber ja. Nein, aber wir wollen das NFEF natürlich nicht printen. Auch eine andere Sache ist, wir möchten gerne, dass solche gewrappten Funktionen ihren Docstring behalten und ein bisschen auch was anderes an Meta-Funktionalität sich bewahren. Es ist also ganz clever, sich aus Functools Wraps rauszuholen. Und dann können wir hier den Wrapper wrappen mit Wraps Funk. Und dieser Wraps-Dekorator nimmt Metainformationen aus Funk, wie zum Beispiel den Docstring, und überträgt ihn auf die Wrapper-Function, damit die Wrapper-Function aussieht wie die ursprüngliche Funktion Funk, die wir dekoriert haben. Genau, löst jetzt aber immer noch nicht unser Problem, wie wir an NFEF rankommen, aber das können wir wie folgt lösen. Das NFEF hier oben, deswegen haben wir hier auch keinen Default-Wert übergeben, beziehungsweise könnten wir hier auch einfach None sagen, wenn man übergibt am besten einfach keinen Default-Wert, wie ich neuerdings gelernt habe, ist ein Feld oder ein Attribut für die Instanzen von FunCounter. Und vor allen Dingen habe ich hier oben halt schon Typenannotationen benutzt, damit PyCharm dann hier unten weiß, dass das NFEF ein Int sein soll. Sie steht ja da in dem dunkelgrauen Teil der aufgeploppten Bobs. NFEF ist Int und wenn ich hier was anderes als ein Integer eintrage, dann sagt mir, genau, expected type Int, got float instead, weil ich das ja hier oben dekoriert habe. Aber hier oben kann ich eben nicht nur Felder für die Instanzen einer Klasse eintragen, sondern ich kann auch straight away Felder der Klasse selbst hier oben eintragen. Und da können wir jetzt hier zum Beispiel so ein Dictionary uns geben, dass da Objekte mapped auf Instanzen des FunCounters selber. Und jetzt ist der große Unterschied zwischen den Instanzen
Attributen, dass wir jetzt hier schon ein Default übergeben, weil das ja jetzt ein instanzenübergreifendes Feld sein soll. Und damit können wir jetzt nämlich hier, kurz bevor der Wrapper zurückgegeben wird, einfach sagen self. Und jetzt dürfen wir hier nicht direkt Instanzen rufen. Wenn wir hier sowas machen, self.instances, dann geht die Instanz in ihre Klassenbeschreibung und zieht sich eine Kopie von Instances. Das wollen wir nicht, sondern wir sagen self.class.instances, um direkt auf die Variable der Klasse zuzugreifen und nicht eine instanzierte Kopie davon zu erstellen. Und jetzt haben wir Zugriff auf dieses Dictionary und können jetzt dahin schreiben und können jetzt den Wrapper als Schlüssel nehmen und dahinter self ablegen. Und warum self? Weil dann können wir jetzt uns eine Wrapper-Funktion, also eine Funktion geben, die eine String-Darstellung für unsere Instanz erzeugt. So, und weil wir eine Klasse haben und hier sowieso runde Klammern haben, da können wir hier vielleicht auch ein paar Parameter übergeben. So Parameter wie name. Ja, wir wollen, dass das Ding einen Namen bekommt zu Dokumentationszwecken. Und dann sagen wir hier oben also auch noch, ja, name string, das ist auch ein Feld. Wenn man schon dabei ist, dann kann man auch hingehen und sagen, was weiß ich, hier Comment, ein Comment, ein Kommentar, können wir uns auch noch selber geben. So, elf Comment, absolut, Self-Comment, so. Und dann können wir nämlich hier zum Beispiel einen solchen Wrapper uns basteln. Also ein Out ist Self-Name minus NFIF, falls ein Kommentar gegeben ist. Dann sagen wir out plus und hängen noch den Kommentar dran und geben einfach out zurück. Achso, und hier oben haben wir natürlich vergessen zu sagen, so, comment ist ein optional string. Huch, was ist optional? Na, optional kommt hier aus Typing. So, wunderbar. Also dann beschwert er sich jetzt hier, dass wir uns hier noch gar keinen vernünftigen Namen gegeben haben. Und dann sagen wir einfach mal als Name, ja, das ist ein, wir geben uns einen bedeutungsvollen Namen für die Funktion. Und jetzt können wir das Ganze ausführen. Und ich habe vergessen zu sagen, aber jetzt können wir nämlich hier unten schreiben, so print funkcounter und können von dem funkcounter die Instances holen und wenden das einfach auf f an. Sagen, ja, was im Funkcounter hinter F liegt und dann zack, meaningful name nff 32. Bekommen wir jetzt also hier als String ausgegeben, dass die Funktion F 32 mal aufgerufen wurde. Und wenn ich jetzt hier zwischendurch auch nochmal so F von 1 und dann nochmal das aufrufe, so dann sehen wir 32, 33, weil ich zwischendurch einmal mehr aufgerufen habe. Also jetzt können wir mitzählen, wie oft eine Funktion aufgerufen wurde. So, ich würde sagen, das ist alles, was ich in diesem Video teilen möchte. Aber es wird heute noch gleich im Doppelpack ein zweites Video dazukommen, weil jetzt, wo wir uns einmal hier dieses Setup gebaut haben, können wir natürlich auch mehr machen als nur Anzahl der Funktionsaufrufe zählen. Wir können auch zum Beispiel loggen, welche Argumente an die Funktion f übergeben wurde, nämlich zum Beispiel durch die Root-Function von SciPy. Und dann können wir da mal plotten, wo uns denn SciPy überall hingeführt hat. Also wir können uns die Iterierten, die SciPy produziert hat, mal plotten und bewerten, wie gut SciPy also konvergiert ist. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht und das als hilfreich empfindet, dann erwägt doch gerne ein Abonnement bzw. eine Subscription meines Kanals. Ich würde mich selber ein Like freuen und noch viel mehr möchte ich gerne in Interaktion mit euch treten. Also schreibt mir gerne Kommentare, Fragen, Anregungen. Ich werde alle lesen, ich werde auf alle reagieren. Dann bis zu einem weiteren Video und ciao, ciao!